was bisher geschah. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Hey, Augen auf die Straße! Oh. Kaputter Käfig. Wolfskind. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Super. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Aber der Cop hätte uns auch mal ein bisschen mehr sagen können, warum wir da nicht hin sollen, oder? Keine Ahnung. Kein Bock. Geh da weg. Hey! Hey, ist alles okay? Bin gleich zurück, ich hole kurz Hilfe! Aus wie ein... Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Oh, fuck, ey. Max? Oh, scheiße. What the fuck? Yeah, das ist jetzt der Cop. Das ist der Cop. Nein, hat er nicht gemacht. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Sie hat dich abserviert, ha? Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Wer sieht's auch so? Ja, das ist die. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber, weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, Mann. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also, los geht's.
Was ist denn? Ach, oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Ed. Ja, das sehen. Heilige Sch... Alle weg von hier! Los, los, los! Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Wir könnten reingehen. Bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Emma. Ehre. Emma, also du küsst... Jacob. Oder... Oh. Nick. Ich nehme Nick. Oh. Es reicht. Es reicht! Immer provokant sein. Danke, Nick. Er ist gut. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Kapitel 3. Ärger im Paradies. Hackettwälder, 21:10 Uhr, 22. August. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Aber es müsste natürlich wieder irgendein Drama durch irgendeine dumme Scheiße passieren. Um es auf Deutsch zu sagen. Es war unnötig. Oh. Gibt's da hinten irgendwas? Wir müssen halt mal wieder Karten finden. Aber ich habe halt null Plan, wo die groß sein sollen. Sie nahmen mir alles weg. Oh Mann. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Ja, ich will's. Oh. Da hoch. Der Turm. L1 zum Ansehen. Der Turm. Stürz deine Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle. Aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf und stürz nicht ab. Das klang wie eine sehr, sehr starke Warnung. Oh oh. Emmy? Bist du hier? Ja, mehr Antworten. Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist... weggerannt. Oh Mann.
ausweichend, ehrlich. Zu viel Rauch. Sorry, der Rauch. Weißt du, so vom Feuer. Ich hab nur Luft gebraucht. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Rauch kann ganz schön fies sein, was? Ist aber kein Grund, wegzulaufen. Vorsichtig direkt. Emma steht wohl auf dich. Bitte vorsichtig, was machen wir? Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Hat er geschafft. Glaubst du? Hat sie geschafft. Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Ja. Ist nur ein Spiel, oder? Klar. Ja, aber wir helfen denen. Nick verliebt sich in dich. Mission erfüllt. Hast du das auch? Bitte nicht, bitte nicht. Sehen bitte wir nicht. Da? Silas, bist du es? Es scheint langsam ernst zu werden. Und mit langsam meine ich, das könnte jetzt alles sehr, sehr schnell gehen. Ist das wieder eine Wache? Zu knurrig. Es ist keine Wache. Es ist ein Bär. Zu flott. Ein Hirsch. Oh Mann. What the fuck? Na klar, Nick helfen. Nick! Oh mein Gott! Wir lassen dir keinen zurück. Ja, renn, einfach renn. Oh, Gott sei Dank. Ich bin ein bisschen verschüttet dann halt. Noch mehr Entscheidungen. Nein. Einfach laufen. Das Vieh sieht aus, als ob es klettern könnte. Und es sieht aus, als ob es besser klettern könnte als wir. Lauf doch bitte einfach weiter. Schließnaht. Bist du Silas? Du siehst nicht aus wie ein Wölfchen. Ich wusste es. Geh doch bitte einfach weg.
Ich habe bald keine Luft mehr. Ja. Lasst uns was spielen, ja. Witziges Game. Na, schau mal was. Das Drama geht weiter. When you first began it, you got what you want. Now you can hardly stand it though, but now das wäre bis jetzt alles nicht passiert, hätte sie das nicht gemacht, will ich nochmal anmerken. It's not going to stop until you wise up. Mama Jacob. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. Wenn man vom Teufel spricht. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ne? Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komme klar. Aber immer noch schön salzende Bundestollen. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz... Ich fass es nicht. Vorbei. Okay. Das ist Papas ganzer Stolz hier, was wir hier sehen. Dieses Kinder-Sommercamp hat mehr Geheimnisse, als wir dachten, habe ich das Gefühl. Oh. Der Stern. Oh, es ist der Stern. Sterne. Hoch am Himmelszelt, Boden des Lichts, der Träume, Hoffnung, Bestimmung. Unter unserer Bedeutungslosigkeit und Angst, Verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns. Denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit. Vielleicht. Dafür, dass wir jetzt die letzten Male gar keine Karten haben, läuft es doch echt gut. Jetzt schon mit 2 Karten. Musik hört auf, sich zu verändern. Ich will doch nochmal kurz gucken, ob es hier was gibt. Außer Handtücher. Und dem Wesen da hinten. Und es steht nicht... von dem aus dem Wasser.
Warum muss es das eigentlich überall immer geben? Es ist genau so eine. Wäre die nicht gewesen, wären die anderen nicht angegriffen worden und alles wäre super gewesen. Aber nein. Nein. Hier sind Handtücher. Ist hier sonst noch was? Der Stuhlkreis? Hier. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ah, hier zum Beispiel. Aber mehr nicht. Oder muss man hier irgendwas sehen? Scheint nicht so. Also ich habe jetzt irgendeinen fatalen Fehler gemacht, dann tut es mir leid, aber ich denke nicht. Was sollen diese Zahlen? Gott verdammt. Keine Handtücher. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob. Ich kapiere diese Frau nicht. Mach mal's halt ohne Handtücher. Die Frage ist, wollen wir das, was wir vorhaben? Rein für die Wissenschaft, nur für Jacob? Alles für Jacob. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie man eine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken... selbstsicheren Mann, der mich rettet. Enthusiastisch beschuldigend. Ach, scheiß drauf. Okay. Was sehe ich? Ein Weibsbild in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Aschbomben! Warum reden die alle so? Warum? Zumindest die beiden. Hurricane Jake. It's not the promised land, but I'm sure this room is planned. Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das! Hör auf zu rubbeln! Spritzen. Attacke! Alles für Jacob. Flirten, sentimental. Naja, was... Pause. Was machen wir jetzt? Jede Entscheidung kann grundentscheidend für die Zukunft sein. Also lassen wir uns jetzt einfach auf das kurze Mal noch ein, oder... Es ist schon mal ein Drama passiert durch eine falsche Entscheidung. Ist er jetzt ehrlich oder will er jetzt nur das eine?
Eigentlich müssen wir ehrlich sein, weil das andere kann ihn dann wiederum fertig machen. Ich will nicht, dass Schluss ist. Ich würde den ganzen Sommer bleiben, aber ich glaube, da werden wir schrumpelig. Nein, du weißt, was ich meine. Ich meine das. Jacob, ich hatte einen tollen Sommer mit dir. Es muss doch nicht nur der Sommer sein. Jacob. Okay, gut. Wie wär's damit? Wenn ich hier einen Backflip machen kann, dann darf ich dich besuchen, okay? Wie wär's damit? Hey! Wo willst du hin? Komm schon! Wir haben das Richtige gemacht. Oder auch nicht, wenn ich das gerade höre. Emma! Jacob, hier drüben! Hast du es gehört? Was? Da war so ein Schrei. Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei. Ich höre dich nicht. Okay, gut, du bleibst da. Ich gehe das eben checken. Was? Im Ernst jetzt? Schwimm doch einfach wieder rüber. Mein Gott. Of the world.